Welchen Aspekt spricht die Wasserfallübung in uns an? Und welche Form passt dazu? Das möchte ich in diesem Video mit Ihnen untersuchen. Einen Weg, der gerade nach vorne geht und dann wieder zurück, bezeichnen wir in der Eurythmie als Ich-Linie. Ich binde mich innerlich wie mit einem Gummiband im Rücken hier an, gehe gegen diesen Widerstand des Bandes nach vorne, spanne quasi das Band auf, schreite willentlich vor und dann muss ich nur mental loslassen und das Band zieht mich wieder zurück und ich bleibe fast da stehen, wie von alleine, wo ich vorher war. Und dieses Prinzip, dieses Ich-Prinzip, was bei der Übung Wasserfall angesprochen wird, denn das Ich in uns ist die Kraft, die viel erreicht, aber ganz aus der Entspannung arbeitet, wollen wir hier aufgreifen. Auf dem Weg nach vorne spanne ich diesen Sog auf. Beim Loslassen benutze ich die Energie, die entsteht, um mit der Energie des Loslassens und wieder Hochkommens nach hinten getragen zu werden. Umgekehrt kann man den Weg auch so machen, dass man nicht in die Welt geht und danach wieder zu sich zurückkommt, sondern ich besinne mich erst auf mich selbst und gehe dann mit dieser Energie des Loslassens nach vorne in die Welt.